Ich weiß nicht, Sandra, sind wir mit Martin Fehnrich schon so weit, dass wir machen können? Wollen wir nicht erst nochmal zur Kantine schalten? Nee, ich glaube, jetzt kommt Martin erst. Den Punkt hast du aber schon übersprungen. Ist das so? Ja, so ist es. Du bist sozusagen schon gleich beim ersten Programmpunkt gescheitert. Wir werden also jetzt mal hier eine Verbindung aufnehmen in unsere Außenstelle der Wahlkantine. Dort werden Leckereien zubereitet, so es denn die Technologie zulässt. Vielleicht auch nochmal grundsätzlich hier noch eine kurze Anmerkung zu unserem technischen Konzept. Das Konzept ist, wir haben alles, was wir im Regal hatten, hier rausgezerrt und irgendwie zusammengestöpselt über die letzten 3 Tage. Und wir wollen halt jetzt, abgesehen von den Gästen, die wir hier auf die Bühne bekommen haben, also die wir überreden konnten, hierher zu kommen, diejenigen, die jetzt hier nicht direkt sein können, versuchen, über das Internet zu erreichen. Ihr wisst, das ist dann nicht selten mit Problemen verbunden, wie wir sie jetzt zum Beispiel gleich zum Start weg, um das auch gleich mal plastisch zu machen, zu zeigen, gleich haben. Beruhigendes Kratzen. Ja, und aber das Thema, was wir halt hier zusammengekarrt haben, ist halt so diese Video- und Audiotechnik und dieses Thema Breitbandausbau und Internetkonnektivität und so, das hat uns hier wirklich viel Nerven und Zeit und überflüssige Ärgereien und Scherereien besorgt, wo man eigentlich denkt, 2013 sollte man sich nicht mehr so Gedanken machen müssen über: Wo kriegen wir unser Internet her? Zumal in Berlin-Kreuzberg in einem Haus, das 2012 fertiggestellt wurde, fällt mir immer noch der Kiefer runter. Ja, das ist wirklich unfassbar. Dass wir jetzt nach Neukölln schalten, ist schön, aber dass das so aussieht, als würden wir zu einer Bergarbeitersiedlung nach Bulgarien stellen, ist immer noch erstaunlich. So, ne? Hallo, die Wahlkantine, könnt ihr uns hören? Da muss jetzt erstmal nochmal die Kamera ein wenig ausgerichtet werden, während die Kopfhörer aufgesetzt werden und sich das Team hier in Stimmung bringt. Seht ihr euch im Internet? So. Hallo. Hallo, Anna hört euch jetzt leider nicht, aber ich höre euch. Genau, du kannst ja simultan übersetzen. Hallo, genau, Lisa. Ich übersetze simultan. Anna. Sag mal, ihr seid in Neukölln, Wahlkantine, was macht ihr? Wir gestalten allerlei Fakts rund um die Wahl auch schon die letzten Wochen für Zeit Online. Und heute Abend machen wir die Ergebnisse quasi live, die dann hoffentlich heute Abend irgendwann auch online gehen. Was macht ihr da genau? Wir machen Butterbrote und für die jeweiligen Parteien sind dann zum Beispiel der Schinkenspeck ist die SPD und das Pflaumenmus ist die CDU und zeigen quasi die Prozente, die jeweilige Partei kriegt. Ihr macht ihr Catering für die oder wie muss man sich das genau vorstellen? Nein, wir zeigen die Wahlergebnisse und erklären noch ein paar Sachen, die rund um die Wahl passiert. Also welche Parteien zum Beispiel an der 5%-Hürde gescheitert sind und genau. Aber jetzt gibt es doch im Fernsehen Das ist auch bald zu sehen. Im Fernsehen gibt es doch immer so schöne Tortendiagramme, also so mit... Also nicht echte Torten, aber die sehen aus wie Torten. Warum wollt ihr das mit Schinken und Broten und früher mal Waffeln visualisieren? Wir haben auch echte Torten schon gemacht diesmal. Deswegen machen wir zum Wahlergebnis kein Tortendiagramm. Also wir hatten in unserem ersten Post, haben wir die Nichtwähler und wer wirklich wählt als Torte dargestellt. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir hätten gerne nochmal eine andere Visualisierung und nehmen das als Brotscheibe, die ja letzten Endes auch als Torte aufgeteilt werden kann. Aber woher kam so die Idee und das Bedürfnis zu sagen, hey, wir wollen hier mal andere Visualisierungen zeigen, Wahlergebnisse, Wahlbeteiligung, Stimmen?